Sehr geehrte, liebe Parteimitglieder, bei der kommenden Wahl der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte wird es erstmals in Nordrhein-Westfalen keine Stichwahl geben. Der Hintergrund dieser oft auch angefeindeten Entscheidung liegt einmal darin, dass die vielen Wahlen erkennbar zu einer Wahlmüdigkeit der Bürgerinnen und Bürger führen und dass man zum anderen durch das Streichen von Wahlen auch Ressourcen, und zwar Personal und Finanzen, einsparen möchte. Also ich habe es. Können Sie mich jetzt hören? Also jetzt ist es für mich auch, ich habe den Klang eben immer sehr unangenehm im Ohr gehabt, weil das Mikro so nah war. Vielen Dank. Ich finde es toll, wenn man hier einen Wunsch äußert, wie schnell der erfüllt wird. Also noch einmal, die Stichwahl wurde abgeschafft, einmal weil anhand der Wahlbeteiligung sehr, sehr deutlich wird, dass die Bürger diese Wahl nicht in dem Maße angenommen haben, dass da wirklich ein Erkenntnisgewinn herausgekommen ist und man wollte Ressourcen schonen, Personal und Finanzen. Vor allem stand aber im Vordergrund, dass man immer wieder uns vorgeworfen hat, die Stimmen, die, wenn nur eine Wahl stattfindet, für den Oberbürgermeister eigentlich diesem hohen Amt und dieser Verantwortung entsprechen, nicht angemessen sein. Man unterstellte, dass bei einer Wahl mit 6 Bewerbern zum Beispiel, wie wir es 2004 in Leverkusen hatten, bei einer Stichwahl eine wesentlich höhere Zahl an Stimmen sich auf den letztendlich siegreichen Kandidaten sammeln würden. Das haben wir in ganz vielen Fällen durchgerechnet und es stimmt kaum. Wir haben hier in Leverkusen, um dieses Beispiel noch einmal aufzuzählen, in der Stichwahl hatte Herr Küchler nur ganze 615 Stimmen mehr als vorher Paul Hebbel in der ersten Wahl bei 6 Bewerbern hatte. Das heißt, es hat sich von der Qualität des Mandates kaum etwas verändert, weil die Wahlbeteiligung von 49, so viel auf 41% zurückgegangen ist. In beiden Fällen war das Stimmergebnis fast gleich. Und leider müssten wir sagen, dass, oder ich sage es einfach noch einmal hier, hätte 2004 die Regelung von heute gegolten, hätte Paul Hebbel damals mit weitem Abstand die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Deswegen haben wir beschlossen, dass die Änderung des Kommunalwahlgesetzes mit den eben aufgenannten positiven Begleiterscheinungen es für berechtigt hält, diese Stichwahl abzuschaffen. Das heißt aber für uns, dass jetzt vor der Wahl Überlegungen anzustellen, Gespräche zu führen sind, um für den eigenen Kandidaten eine größtmögliche Unterstützung zu sichern. Das war erklärtes Ziel der CDU Leverkusen. Wir haben es im Vorstand mehrfach thematisiert und es war dezidiert ein Auftrag auch an mich. Schon früh hat es entsprechende Kontakte mit der FDP und noch sehr unverbindliche Telefonate zwischen dem Parteivorsitzenden Herrn Friedrich Körber und mir gegeben. Aber wir mussten zunächst abwarten, das werden Sie verstehen, bis sich bei der CDU die Bewerberfrage, wer letztendlich für die CDU ins Rennen geht um den Oberbürgermeisterposten. Sie erinnern sich, dass Frau Meyer-Engelen bei unserer Nominierung am 24. September 2008 anwesend war und schon daran konnte man erkennen, dass die FDP ein großes Interesse in diese Richtung hat. Weitere Gespräche und dieses Mal dann erweitert um die Fraktionsvorsitzenden ergaben, dass sich bei der FDP langsam aber sicher konkretisierte, das Vorhaben, keinen eigenen Kandidaten aufzustellen,
Und es gab eine Einladung an Herrn Buchholm, sich bei der FDP vorzustellen. Diese Einladung ging auch an Herrn Küchler. Und ich habe mehrfach hinterher Rückmeldung aus der FDP erfahren und gesagt bekommen, dass bei diesem hintereinander vorstellen Herr Buchholm richtig punkten konnte. Am 17. Januar hat die FDP, vertreten durch Herrn Färber und Frau Meyer-Engelen, der CDU, und dieses Mal waren dabei Herr Ruppert und Herr Buchholm und ich, folgendes Angebot gemacht. Erstens, die FDP verzichtet auf einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten und wählt Herrn Buchholm als gemeinsamen Kandidaten von CDU und FDP. Zweitens, dieses wird auch auf den Werbemitteln deutlich herausgestellt. Drittens, auf dem Wahlzettel wird Reinhard Buchholm als Kandidat der CDU und FDP bezeichnet. Und viertens, bei öffentlichen Auftritten, zu denen nur die OB-Kandidaten geladen werden, wird auf Wunsch von Reinhard Buchholz auch die Spitzenkandidatin der FDP eingeladen. Das waren die Verabredungen. Denn gerade bei dem letzten Punkt, dass auch die Spitzenkandidatin der FDP anwesend ist, natürlich haben beide Parteien weiterhin ein eigenes Kommunalwahlprogramm. Und natürlich kämpfen beide Parteien darum, eine starke Mannschaft im Rat zu haben. In der Person des Oberbürgermeisters treffen diese Zielsetzungen beider Parteien aber eben zusammen. Die FDP betonte bei diesem Gespräch, dass sie die Inflation an OB-Kandidaten in Leverkusen, wir haben zurzeit 7, nicht weiter befördern wolle und dass sie von Reinhard Buchhorn als Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters in Leverkusen so überzeugt sind, dass sie ihn auch als ihren Kandidaten nominieren möchten. Reinhard Buchhorn nur zu unterstützen, das war der FDP zu wenig. Sie wollten ihn als ihren Kandidaten nominieren. Und an dieser Stelle...